Hier ist Ronja und wie ihr vielleicht am Titel schon erkannt habt, zeige ich euch in dem Video, wie meine Katze miaut, wie ihr von so zu so aussieht. So, liebe Freunde, ich bin kein Experte, okay? Ich habe auch keine Ausbildung, was das angeht. Ich bin absolut untalentiert, wenn ich hier runtergucke. Hier ist mein Spiegel, nicht wundern. Ich bin kein Make-up-Profi und ich mache es auch ehrlich gesagt nicht gerne. Es dauert ewig lang und ich hasse es, okay? Wie man vielleicht sieht, gerade mein Gesicht gewaschen. Das heißt, es ist noch relativ rot und ich weiß nicht, meine Haut ist super trocken, deswegen wird die immer rot, wenn ich die wasche. Und ich habe Creme drauf gemacht, damit es nicht so schlimm ist. Das ist das Glänzige, was ihr seht. Sollte man auch machen, bevor man Make-up drauf macht, okay? Habe ich gelernt. Weiß ich. Meine Make-up-Produkte sind übrigens von Amazon. Ich weiß nicht, ich bin zu faul, Sachen einzukaufen und ich habe so eine, keine Ahnung, Packung hart coverndes Make-up, weil ich früher richtig schlimm Akne hatte. Und ich das irgendwie überdecken wollte und das war das Einzige, was geholfen hat. Und das ist, du brauchst legit nicht viel, also so ein Müh und dann, das ist fantastisch, das hält für immer. Und es ist günstiger als das Zeug, was ihr im DM kaufen könnt. Und das im DM, ja, ich sag's nur, das ist gut. Weil das ist super flüssig und es funktioniert auch nicht. Das hier, seht ihr das? Bam! Okay, der Trick ist, dass ihr erstmal quasi die Stellen, die ihr überdecken wollt, überdeckt und dann mit dem Rest, was quasi auf dem Schwamm übrig ist, den Kram so ein bisschen verteilt, damit eure natürliche Haut nicht so richtig abgedeckt ist. Außer an den Stellen, wo es abgedeckt sein soll. Also bei mir die Augenringe und ich habe noch so ein paar Narben in dem Bereich und meine Lippen sind gerade aufgesprungen, deswegen versuche ich es da drunter irgendwie. Okay. Nun, wonach, das ist übrigens der längste Schritt, okay? Wenn ihr das geschafft habt, seht ihr schon mal gut. Ich habe das Gefühl, man ist auch halbwegs gesellschaftsfähig schon. Weil halt deine Haut einfach gleichmäßig aussieht, aber, ne? Nehmt ihr euch so ein Bausche-Dings und macht da Puder drüber. Man kann das teure kaufen oder man kauft Babypuder, so wie ich. Das kostet 1 Euro. Ich bin Geldsparer, falls man es noch nicht gemerkt hat. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, Make-up-Produkte kosten so viel Geld. Also ich sag's euch, wenn ihr die regelmäßig benutzt, seid ihr euer Geld sowas von schnell los und ich, keine Ahnung. Ich meine, ich habe weder das Geld dafür, noch habe ich Lust, ständig neue Sachen zu kaufen. Deswegen kaufe ich den Kram und legit, ich habe schon mal eine so eine Tube gehabt, ich habe sogar noch einen Rest davon. Aber die ist dunkler, weil ich irgendwie heller geworden bin. Keine Ahnung. Jedenfalls, wenn wir den Puderungsschritt abgeschlossen haben, dann würde ich weiterhin empfehlen, weniger ist mehr, okay? Weil so, seht ihr vielleicht, hat die Haut noch so ein bisschen natürlichen Glanz. Ja? Das ist, ich sehe nicht aus, als hätte ich 50 Kilo Make-up drauf, weil meine Haut noch so ein bisschen glänzt. Und halt, keine Ahnung, das liegt auch daran, dass ich Creme drunter habe und alles, damit es nicht so ausgetrocknet aussieht. Jetzt kommt das, was gefühlt am meisten Unterschied macht, schätze ich mal. Also, ich habe einen Lidschatten, okay? Und zwar ist der so ein bisschen dunkler als meine Hautfarbe, wie ihr vielleicht seht. Jedenfalls habe ich dieses Braun. Und das Braun sieht aus, als könnte es der Schatten von meiner Haut sein. Das heißt, wir machen erstmal sowas wie Wangenknochen, ja? Das ist relativ einfach. Das macht gefühlt zwar keinen Unterschied, aber ich mache das, weil es die ganzen YouTube-Videos zeigen. Und die dir sagen, oh, das ist voll wichtig. Aber ich meine, man sieht meine Wangenknochen auch so. Aber man hat den Eindruck, dass es wichtig ist und ich habe eh die Farbe schon da und keine Ahnung, durch das Make-up wird alles ein bisschen einfarbig und man will ja auch die Schatten und so wieder zurückholen, deswegen. Der Spaß hat übrigens auch 1 Euro gekostet. Farbe ist Morphe Time. Es ist eigentlich Lidschatten, wie gesagt, aber man kann es für alles benutzen. Und zwar, ich weiß nicht, wo ich die ganzen Pinsel habe, aber die waren irgendwo dabei. Das hier ist aber ein Pinsel aus dem Wassermalfarbkasten. Der hat auch so eine Zahl drauf, wie ihr vielleicht seht. Den habe ich ein bisschen abgeschnitten, um die Form zu generieren, die ich gerne hätte. Das hier ist auch ein Pinsel aus dem Wasserfarbkasten. Hier, Nummer 4 ist es. Den habe ich einfach so abgeschnitten. Weil, ganz ehrlich, es sind Pinsel. Was können Pinsel außer pinselig sein? Nix. Muss ich da teure Make-up-Pinsel kaufen für 50 Euro? Oder nehme ich einen Pinsel aus dem Wasserfarbkasten, den ich eh nicht benutze? So, das war einer von diesen harten. Wisst ihr, die oben so, ne? Funktioniert einwandfrei. Nehme ich für meine Augenbrauen. Kann ich nur empfehlen.
Okay, bei Augenbrauen wollt ihr quasi versuchen, im inneren Bereich weniger Farbe zu haben als im äußeren Bereich. Das heißt, ihr schiebt das noch so ein bisschen rum und im Endeffekt, dadurch, dass ich nur Pulver benutze, beziehungsweise weiterhin Lidschatten, ist mehr, weil das halt Pulver ist und das halt auch theoretisch relativ leicht so rausgebildet werden kann. Und dann sieht das ziemlich natürlich aus. Wir machen weiter mit unserem Premium-Produkt. Ich glaube, es ist... Ich würde euch ja sagen, von welcher Marke es ist, aber steht nicht auf dem Deckel. Aber ich glaube, es ist Essence und ich glaube, es hat wirklich nur 1-2 Euro gekostet. Das heißt, ne... Oh ja, es ist Essence. Das gibt's in jedem DM oder Rossmann oder weiß ich nicht, wo ihr seid. Aber das ist die Billigmarke, die an Jugendliche und Teenager gemarketet wird. Wo ihr wirklich für kleinstes Geld Produkte kaufen könnt. Aber die machen das gleiche wie normale Produkte. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wer viel Geld für Make-up ausgibt, der nicht, sagen wir mal, in dem Job ist. Also ich verstehe, warum das die ganzen Beauty-Gurus machen. Und ich verstehe auch, warum das Leute machen. Zum Beispiel eine Freundin von mir macht eine Maskenbildnerin-Ausbildung. Und die lernt dann halt auch ordentlich Make-up zu machen und solche Sachen. Und klar, die braucht halt ein richtiges Make-up. Die braucht auch Farben, aber... Ich meine, macht ihr euch eure Augen grün und geht dann in die Schule? Ich denke nicht. Macht ihr irgendwelche Regenbogen oder Schmetterlinge oder fragt mich was? Ich denke nicht. Was die meisten machen werden, ist braun. Was ich hier mache, ist professionell die Farbe mit meinem Wassermalfarbkastenpinsel in so eine Art C zu verteilen. Und keine Ahnung, wenn der Bereich weiß bleibt, dann sehen die Augen größer aus. Ist meine persönliche Erfahrung. Das liegt aber bei mir auch daran, dass ich einfach echt kleine Augenlider habe. Und wenn man oben das dunkel malt, dann sieht es aus, als ob dein Auge tiefer reingeht. Das ist so ein, also hier der Teil. Das ist dann so ein bisschen eine optische Täuschung. Im Endeffekt kommt jetzt der Pro-Tipp. Und zwar, wenn ihr möchtet, dass eure Lippen größer aussehen, dann nehmt ihr die gleiche Farbe auf irgendeinem Pinsel und macht ihr euch hier einen Schatten. Und dadurch, dass da ein Schatten ist, wirkt es dann so, als ob eure Lippe weiter raussteht. Und dann sieht es so ein bisschen künstlich aus, aber... Ja, da kann den Schatten auch ein bisschen verteilen, ne? So ist nicht. Aber dann sieht das Ganze größer aus, im Endeffekt. Nun kommt der schwierigste Teil, den ich überhaupt nicht leiden kann und der bei mir auch echt lange dauert. Und das ist Lidstrich. Aber ich finde, mit Lidstrich, wenn man es gut kann, dann sieht es wirklich ordentlich aus. Aber wenn man es nicht kann, dann kann es alles ruinieren. Das heißt, wenn ihr wisst, ihr könnt keinen Lidstrich, dann lasst es sein, macht euch Wimperntusche drauf und seid fertig. Eine Ewigkeit später. Jetzt, wo unsere Augen halbwegs gleichmäßig dünn bestrichelt sind, kommt der Pro-Tipp des Tages. Und zwar, ihr möchtet ja so einen kleinen Wing am Ende, richtig? Ja, so. Und zwar, bei mir persönlich sieht es meistens sehr komisch aus. Und zwar habe ich herausgefunden, warum. Ja, ich fühle mich wie ein kleiner Detektiv. Man hat ja diese Linie, ja, die Lidfalte. Und wenn man den Strich so malt, dass er über die Lidfalte geht, dann sieht er beim geschlossenen Auge zwar gut aus, aber wenn du die Augen aufmachst, sieht es voll merkwürdig aus, weil das einen Umbruch macht und dann sieht das nicht mehr coherent aus, sondern hat so einen Knick drin. Und deswegen wird das immer so hässlich. Aber wenn ihr euren Strich quasi unter der Lidfalte durchmacht, und das ist bei mir persönlich hier rechts echt ein Problem, weil die ziemlich weit runter geht, deswegen sind die auch nie symmetrisch. Ich habe es versucht, es ein bisschen auszubalancieren. Es wird niemals ganz gleichmäßig sein. Und das ist okay. Es kann... Ich meine, man ist ja nicht symmetrisch als Mensch. Das ist normal. Jetzt warten wir, bis der Quatsch getrocknet ist. In der Zwischenzeit machen wir was wir schon die ganze Zeit machen wollten. Und zwar Lippen. Ich habe roten Lippenstift. Den habe ich von meiner Oma gekriegt. Als ich ein kleines Kind war. Ich weiß nicht. Theoretisch... Keine Ahnung, wie lange das eigentlich haltbar ist, aber vielleicht gebe ich euch gerade schlechte Tipps. Ich weiß nicht, ob der noch haltbar ist, aber ich meine, er funktioniert und er riecht nicht lustig, also alles gut. Weil ich kein großer Fan von diesen aufgemalten roten Lippen bin, machen wir folgendes Prozedere, und zwar... wenn ihr das so drauf tupst, dann habe ich das Gefühl, sieht das Ergebnis meist natürlicher aus und es hält länger und es ist auch nicht aggressiv rot sein. Je öfter ihr tupst, desto mehr wird es die Farbe, die ihr Lippenstift ist. Jetzt, weil ich keinen Rouge habe, aber gefühlt der Trend mittlerweile ist, dass man Rouge drauf hat. Ich früher nie verstanden habe, warum, aber mittlerweile auch Fan davon bin, nehmen wir den gleichen Lippenstift. Ihr verreibt es zwischen euren Fingern und dann hofft ihr aufs Beste, dass das keine
krassen Punkte hinterlässt. Das ist voll das Budget-Tutorial hier. Ich habe einfach, es tut mir leid, ich gebe nicht viel Geld für Make-up-Produkte aus. Ich verstehe den Hype nicht. Das Ding ist, man will ja natürlich aussehen. Und mein natürlicher Gesichtston, vielleicht ist es deswegen so gut für mich, ist halt eher rötlicher, weil meine Haut sehr trocken ist und dann einfach sehr schnell rot wird, beziehungsweise wenn ich, ich weiß nicht, ich habe halt helle Haut und wenn die kalt wird, wird die rot. Wenn die warm wird, wird die rot. Wenn die trocken ist, wird die rot. Die wird eigentlich quasi ständig rot. Das heißt, dadurch habe ich das Gefühl, ich emuliere meine natürliche Gesichtssituation ein bisschen besser. Aber wenn ihr zum Beispiel nie rot seid, ja, dann könnt ihr eigentlich nochmal 1 Euro sparen oder 2, ja, je nachdem, wie teuer euer Lippenstift gewesen wäre. Jetzt hoffe ich, dass unser Lidschatten getrocknet ist, um mit dem Wimpernfoltergerät eure Wimpern zu foltern, beziehungsweise nach oben zu drehen. Wenn ihr das nicht wollt, dann lasst es weg. Das ist optional. Ich frage mich, wer das erfunden hat. Ich meine, irgendjemand muss ja mal da gesessen haben und muss gesagt haben, wisst ihr, was ich mache? Ich mache eine Zange, mit der man creepy an seinen Augen, an seinen Wimpern rumwurscht, um die nach oben zu drehen. Dann nehmt ihr weiterhin. Ich merke gerade, dass ich die ganzen Cheapo-Produkte habe. Ich meine, was ist denn da? Es sieht nicht mal wertig aus. Es ist einfach Wimperndusche. Es ist wirklich egal, welche Wimperndusche ihr nehmt. Kauft die günstigste. Ich kaufe immer die Packung, wo am meisten drin ist. Wie hier zum Beispiel 13 Milliliter. Es macht keinen Unterschied gefühlt. Wenn ihr die ordentlich vorher dreht, ja, dann macht es keinen Unterschied. Die werden schwarz. Jetzt haben wir unsere Wimpern drauf. Falls ihr jetzt sagt, wow, Ronja. Meine Katzen. Genau, jetzt sind wir fertig mit dem ganzen Quatsch. Können unser Haarband draus machen, was unsere Haare in einem schrecklichen Zustand hinterlassen hat. Und sehen ein kleines bisschen besser aus. Keine Ahnung. Also ich meine, wie gesagt, ich bin kein großer Fan, das selber zu machen. Ich mache das hauptsächlich für Aufnahmen, weil man halt... Meine Haut sieht im Real Life eigentlich voll okay aus und es stört mich auch überhaupt nicht. Aber wenn man aufnimmt, dann ist jedes bisschen rot einfach viel roter und ich weiß nicht, das ganze Licht macht deine Haut einfach richtig hässlich. Es macht halt schon einen relativ großen Unterschied. Ich meine, ihr habt mich ja am Anfang und jetzt gesehen und es ist halt jeder, der auf Instagram ist, jeder, der auf YouTube ist, jeder, der irgendwie sein Gesicht in die Kamera hält und geschminkt ist, der sieht im echten Leben eher aus wie meine Version am Anfang und nicht unbedingt so wie die Person, die ihr euch vorstellt, dass sie aussieht. Das heißt, ich weiß nicht, ich kriege manchmal Instagram-Privatnachrichten und es tut mir immer voll leid. Und dann sind die Leute so, oh, du bist so hübsch, ich wäre gern auch so hübsch und ich wüsste, keine Ahnung, ich wüsste gerne, wie ich auch so schön aussehen kann. Und man ist nur so, dude, ich sehe voll normal aus. Es ist legit alles Make-up. Es ist, also... Ich weiß nicht, was ich euch da sagen soll. Ihr seht bestimmt alle super hübsch aus und ihr müsst euch nicht schlecht fühlen. Also, das war's in diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr gerne auf meinen Community-Discord kommen oder mir auf Instagram folgen. Dann seht ihr meine hübschen Bilder. Die Links dazu sind beide unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich habe jetzt die Kanalmitgliedschaft eingerichtet. Ja, ich habe mich hingesetzt, habe Emotes gemalt, sind auch halbwegs gut geworden. Und ab jetzt wird es jeden zweiten Montag, angefangen am 3.2. Livestreams geben auf meinem YouTube-Kanal. Das heißt, wenn ihr da vorbeikommen möchtet, ab 16 Uhr bin ich da, wie gesagt, alle 2 Wochen, immer montags. Und wir sehen uns dann. Macht's gut!